Okay, dann sage ich mal einfach Hallo. Das ist jetzt das vorletzte Kandidateninterview. Der André ist hier, Hallo. derzeit Vorsitzender in Groß-Gerau. So sieht's aus. Okay, und Lara ist wieder bei uns. Und wir werden dann einfach mal loslegen und fragen, was dann der André, der möchte nämlich gerne politischer Geschäftsführer in Hessen werden, was der uns zu sagen hat. Also dann zunächst mal zu deiner Person. Magst du dir mal vorstellen, deinen vollständigen Namen, dein Alter, Familienstand, Das ist Beruf? nicht allen Kandidaten leicht gefallen. Interessiert immer viele Leute. Ja. Okay, also ja, André Hoffmann ist mein Name. Ich bin 29 Jahre alt. Familienstand, ich bin ledig, aber fest verdratet oder so. Fest verdrahtet, das klingt voll liebevoll. Besser als verpiratet oder sowas. Ja, beruflich, ich bin arbeite bei einem großen amerikanischen IT-Dienstleister, mache da IT-Projekte im Messaging-Umfeld. Und das waren. Hast du eine politische Vorgeschichte? Parteientechnisch habe ich keine politische Vorgeschichte, wenn das nur dazu zählt. Also ich habe in meinem Betrieb war ich Vorsitzender der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Das ist so der kleine Betriebsrat? Betriebsrat, genau, das ist für Auszubildende eben und junge Arbeitnehmer. Und war auch in der Streikleitung, als mein Unternehmen vor ein paar Jahren mal gestreikt hat. Aber ansonsten parteientechnisch habe ich keine. Und irgendwelche anderen Vereine, Organisationen, Religionen, Also ADAC ich und habe so. das wollte gerade sagen, ADAC, ich bin seitdem ich ja seitdem ich 18 bin und meinen Führerschein habe, habe ich auch eine ADAC-Mitgliedschaft. Übrigens für mich sehr lohnt, weil mein Auto oder meine früheren Autos auch gerne mal liegen geblieben sind und die Abschleppkosten haben dann auf Jahre hinaus schon meine Beiträge wieder reingeholt. Das ist ganz praktisch. Ja, bin Gewerkschaftsmitglied bei der IG Metall. Keiner Religion zugehörig war ich nie, werde ich wohl auch nie. Und ansonsten bin ich noch Mitglied in einem Eintracht Frankfurt Fanclub. Okay. Wie bist du zu der Piratenpartei gekommen und warum bist du Pirat? Ich bin 2007 zur Piratenpartei gekommen, also vor vielen, vielen Jahren. Das war zu Zeiten, wo das Thema Vorratsdatenspeicherung aktuell wurde. Ich hatte mich damals umgeschaut, wer da was gegen Vorratsdatenspeicherung unternimmt, weil ich eben das ein Reizthema für mich war damals oder auch immer noch ist natürlich. Und es gab da diesen Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung und da habe ich auf der Mailliste ein bisschen da mitgelesen und mitgemacht und darüber kam dann irgendwann die Piratenpartei auch ins Gespräch. Oh. Der Akku ist nicht an. Yes. So. So, da sind wir zurück von der Werbepause. Nee, nee, war alles gut. War Ach alles gut. so. Bis, bis, bis. Es war nur die Kamera, die mitgeteilt hat, jetzt reicht's. Ah, okay. Ohne Strom macht sie nicht mehr. Genau, und da wurde ich auf die Piratenpartei aufmerksam. Auch dann gab es, glaube ich, die ersten Berichte bei Heise und ähnlichen Portalen. Und da mir ansonsten so die Piratenpartei, was sie an damaligen Grundwerten vermittelt hatte, mit mehr, damals schon mehr Bürgerbeteiligung, Transparenz und solchen Geschichten, habe ich mich politisch gut aufgehoben gefühlt, zumal ich damals immer stärker politisch aktiv wurde, mich politisch einbringen wollte und keine der Altparteien mich überzeugt hatte. Die hatten überall Sachen, die mir nicht gefallen haben. Und da kam eben diese Partei, war einmal auf einmal da und ja, dann bin ich kurz entschlossen einfach eingetreten. Ah, okay. Und welche Ämter hattest du bisher in der Piratenpartei inne und was für Aufgaben hast du generell übernommen? Also als Amt jetzt dauerhaft bin ich bisher oder aktuell immer noch Vorsitzender vom Kreisverband Groß-Gerau. Ansonsten hatte ich halt Parteitagsämter, Wahlleiter und solche Geschichten. Ja, und das war's so an Ämtern. Und an sonstigen Aktivitäten? Sonstige Aktivitäten, gut, seit 2007 halt Wahlkämpfe mitgemacht, Plakate aufgehängt, Infostände gemacht, zwei Landesparteitage organisiert, die Organisation von der Kreisverbandsgründung in Groß-Gerau, den aktuellen KPT bin ich am Organisieren, Infostände aus der Taufe gehoben, am Leben gehalten. Dann habe ich, was war noch, ja, zum Beispiel jetzt diesen piratigen Bildungsurlaub habe ich jetzt organisiert, letzte Woche war das Landtags-Watch-Special mit den Linken war ich ein Teil der Organisation mit dem Stefan Schimanowski zusammen. Ja, und halt, was man halt so alles noch macht, so kleine Dinge.
Welche Interessenschwerpunkte hast du politisch und privat? Interessenschwerpunkte politisch und privat. Politisch bin ich sehr verwoben mittlerweile mit dieser Partei. Also sie nimmt den Großteil meines privaten Lebens mittlerweile tatsächlich ein. Und die Schwerpunkte sind tatsächlich auch so die ursprünglichen Punkte hauptsächlich, also die Freiheit im Netz, die Vergrößerung von Transparenz und auch die Beteiligung der Bürger an der aktiven Politik sind so meine Hauptpunkte. Was jetzt dazugekommen ist an neuen Punkten mit gesellschaftlicher Teilhabe und solche Sachen finde ich auch sehr spannend, sehr reizvoll. Und das ist so das Wesentliche. Und privat, ja, wie ich schon gesagt habe, privat ist leider mittlerweile die Zeit für viele andere Sachen stark zurückgefahren. Ich gehe gerne ins Stadion, wenn ich Zeit dafür habe, die Eintracht anschauen. Läuft auch momentan ganz gut, es ist dann sehr schön im Stadion zu sein. Ja. War früher leidenschaftlicher Zocker, bin das auch immer noch, aber ja, habe keine Zeit dafür und das ist ein bisschen doof. Ähnlich sieht es auch aus mit sportlichen Aktivitäten. Ich habe früher Fußball auch selber gespielt. Ja, ansonsten gehe ich gerne auch mit meinen Freunden weg und ja, mehr Zeit für andere Dinge bleibt dann halt nicht. Okay. Ihr seid jetzt sehr philosophisch. Pass auf, glaubst du, dass deine Wahrheit die alleinige ist oder lässt du auch weitere zu? Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass es die Wahrheit ist. Also was ich festgestellt habe jetzt, ist, dass es verschiedene Realitäten quasi gibt. Ja, nicht nur verschiedene Wahrheiten, sondern verschiedene Realitäten, wie eben Menschen Dinge sehen. Das kann dann sehr unterschiedlich sein, wie die Wahrnehmung dann aussieht. Garantiert ist meine Wahrheit und meine Realität nicht die einzig wahre. Also da muss man nicht drüber streiten. Da hat jeder eben seine bestimmten Bezüge durch Erfahrung, Prägung. Und da bin ich auch immer gewillt, sage ich mal, mir dann doch Dinge sagen zu lassen und vielleicht auch neue Denkweisen sich aufzunehmen, die sich ja durch auftun, wo dann meine Wahrheit oder meine Realität dadurch beeinflusst wird im positiven Sinne. Okay. Welches politische Konzept sagt ihr eher zu? Integration und Anpassung an den Politikbetrieb oder beobachtende, kontrollierende und unabhängige Arbeit? Ja, habe ich jetzt auch vorhin nochmal gesehen, das hat irgendwie, hat sich jeder drum herum gewunden, weil das passt so beides nicht. Also ich sag mal, wer sich in diesen aktuellen Politikbetrieb integrieren will, ist, glaube ich, in dieser Partei falsch aufgehoben, weil die Piraten wollen nicht diesen aktuellen Politikbetrieb, wie er ist und wie er seit Jahren ist, beibehalten. Ja, sondern wir wollen ja was verändern, von daher ist das nicht. Ich bin aber tatsächlich jemand, der gerne Sachen beobachtet, sich erstmal anschaut und dann entsprechend agiert und reagiert, um Dinge zu tun. Ja, aber mit dem Integrieren oder Nicht-Integrieren, die Frage ist ja nun mal einfach interpretierbar, aber der Punkt ist doch, also man sieht es in Schleswig-Holstein, da kommen jetzt so Sachen, dass die halt, dass denen da halt irgendwie Steine vor die Füße geworfen werden oder halt eben, dass sie halt eben irgendwie ihre Veränderungen, also sie sind direkt so mit der Vorschlaghammer-Methode da reingegangen und haben direkt alles angeprangert und gemacht. Und in NRW zum Beispiel, wenn ich da so von Leuten höre, die versuchen halt erstmal so ein bisschen mehr zu gucken, sich zu integrieren in das, was an Abläufen momentan erstmal läuft und ihre Veränderungen dann rüberzubringen. Was präferierst du denn da mehr dann? Also man sollte sich erstmal schon im Vorfeld mit dem politischen System, wo man sich einbringen will, vielleicht ein bisschen befassen. Ja? Also man sollte nicht ganz so als Neuling naiv. Vielleicht da reinrennen, naiv reinrennen. Ja. Trotzdem natürlich muss man sich erstmal in diesem Konstrukt, der was da existiert, mit der Geschäftsordnung beispielsweise im Landtag und ähnlichen Sachen, muss man erstmal schauen, wie funktioniert das Ganze. Ja. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, wir müssen sofort alles ändern, weil alles ist schlecht, weil das ist natürlich auch Quatsch. Also es gibt natürlich auch Sachen, die definitiv sinnvoll sind. Man sollte aber trotzdem nicht zurückhaltend sein. Also wenn man schon im Vorfeld Dinge sieht, die einfach schlecht laufen oder die uns widerstreben und die wir als nicht sinnvoll auffassen, dann kann man natürlich auch vom ersten Tag an sagen, hier, wir haben eine bessere Idee, lass uns das lieber so machen und presch damit voran. Okay, jetzt auch das möchte ich gerne stellen. Seit Monaten gehen Klüngelvorwürfe durch den LV. Glaubst du denn, dass in Hessen über das normale soziale Maß hinaus geklüngelt wird? Und ja, das war der erste Part und dann kommt ja der zweite Teil gleich noch. Also, ich glaube, dass es Personen gibt, die das so auffassen. Aber ich finde nicht, dass es so ist. Also
glaubst, es gibt Realitäten, in denen es Leute gibt, die in ihrer Realität denken. Sozusagen. Also es gibt, das ist das Thema von diesen verschiedenen Realitäten. Also nein, ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich meine, es gibt Gruppen von Personen, die aufgrund von territorialer Nähe zum Beispiel schon einfach sich öfters treffen können, daraus vielleicht auch erkennen, aha, mit denen habe ich Gemeinsamkeiten, wie auch immer, mit denen verstehe ich mich gut, mit denen kann ich zusammen Dinge tun. Ja, das funktioniert einfach wunderbar. Das heißt, es ist einfach eine Gruppe, die sich gegenseitig vertraut, gegenseitig wohlfühlt und deswegen auch öfters miteinander interagiert. Ja. Und diese Gruppen teilen natürlich vielleicht auch bestimmte Vorstellungen von Werten oder Arten, wie diese Partei handeln und funktionieren soll, tauschen sich drüber aus und vertreten einfach auch diese Meinung in einer größeren Anzahl. Und das sehe ich nicht als Klüngel an. Ja. Ich meine, man hat halt ein Bild davon, wie man diese Partei gestalten will. Das drückt man aus. Und ich glaube nicht, dass man bei den Piraten wirklich klüngeln kann einfach. Ja. Ich meine, wir haben 2000 Mitglieder. Gut, die sind natürlich nicht alle aktiv, aber wir haben so einen aktiven Stamm von ein paar hundert. Und da kann eine Gruppe von 15 Leuten im Zweifelsfall nichts ausrichten. Okay. Da kommt der nächste Part. Schwebt dann die Aufstellungsversammlung um diese lukrativen Mandate, die uns da nächstes Jahr erreichen könnten, so derartig über der Partei, so dieses Damoklesschwert, dass halt Neid, Missgunst und Argwohn uns lähmen derzeit. Glaubst du das? Also ich glaube nicht wirklich, dass es allein mit der Aufstellungsversammlung zu tun hat. Die wirft auch schon ihre Schatten voraus, ja. Was ich aber nicht verstehe, warum jeder glaubt, dass es nun so toll ist, ein Mandat zu haben. Ja, also viele denken ja immer, jo, Mandatsträger hier, die kandidieren nur, damit sie an die Kohle rankommen. Ja. Und das halte ich halt für vollkommenen Irrsinn. So Leute gibt es bestimmt auch, die Karriere machen wollen, wie auch immer. Aber es gibt einfach bei uns im LV verdammt viele Leute, die Politik machen wollen, die ein Mandat machen wollen, die einfach piratige, Anführungszeichen, Politik in die Parlamente zu tragen. Und da geht es, ja, ich weiß nicht, manche Leute Angst haben, dass da irgendwelche Leute wieder, ja, diese Eliten und Machtgeschichten da innehaben, ja, Leute einfach zu mächtig werden. Finde ich schade. Ich finde es auch wirklich schade, dass da momentan so eine Unruhe im Landesverband ist und hätte die gerne los. Und das funktioniert nur, wenn man dieses Problem offen anspricht. Also wenn jemand sagt, hier, hör zu, ich glaube, die und die Leute kandidieren nur um Kohle zu machen, dann soll er bitte die Leute darauf ansprechen und soll es im persönlichen Gespräch klären, nicht denken, es wäre so und dann irgendwelchen Kram darüber verbreiten, der vielleicht gar nicht stimmt. Wie sieht es denn bei dir selber aus? Willst du kandidieren für irgendwie Bundestag, Landtag? Also ich werde Direktkandidatur in meinem Kreis anstreben, in Groß-Gerau, und ich werde sicher auch für die Landesliste für den Landtag kandidieren. Okay. Was hat dich bewogen, für den Landesvorstand zu kandidieren? Ja, also ich habe mich ja speziell für den politischen Geschäftsführer kandidiere ich ja im Speziellen. Und das hat im Wesentlichen den Hintergrund, dass die Art und Weise, wie dieses Amt ausgeführt worden ist in den letzten Jahren, nicht so ist, wie ich das gerne gehabt hätte. Das heißt, mir kam da einfach zu wenig politische Geschäftsführung. Um es mal so zu sagen, und viele, viele andere Dinge, die ich anderen Mitgliedern im Vorstand eigentlich eher als Tätigkeit zuschreiben würde. Und mein initialer, endgültiger Impuls, ich hatte es also im Kopf gehabt, weil ich ja auch schon so ein bisschen, ja, was heißt Konzept, aber Ideen habe, wie ich das Amt ausfüllen will. Und als dann eben im Liquid Feedback diese Initiative auftauchte, den politischen Geschäftsführer abzuschaffen, da dachte ich halt, das ist so, jetzt reicht's. Hier sind jetzt Punkte, wie das ganze Amt meiner Meinung nach und auch von anderen, ich habe das ja nicht alleine, diese Gegeninitiative gestartet, aussehen soll. Und dann muss man aber natürlich auch dafür sorgen, dass es umgesetzt wird, und dann muss man es im Zweifelsfall einfach selber machen und muss sich als Alternative anbieten, um für das Amt zu kandidieren. Und wie soll das Amt deiner Meinung nach aussehen? Es ist, politischer Geschäftsführer in meinen Augen ist sehr vielfältig, ist auch in meinen Augen eine tragende Rolle, in diesem Landesverband oder generell bei uns in der Partei mit diversen Aufgaben. Also das fängt an von der programmatischen Entwicklung, dass man quasi Rahmenbedingungen setzt, um im LV bestmöglich unsere Programme und unsere Position erarbeiten und weiterentwickeln zu können. Das geht darum, dass man Veranstaltungen organisiert, wie eben zum Beispiel schaut, dass der Hessen Campus und solche Geschichten sinnvoll weiterlaufen, einfach um da auch wieder die Möglichkeit zu schaffen, politisch zusammen
zu diskutieren über Themen. Das geht weiter darum, uns unsere Themen und Positionen in die Öffentlichkeit zu tragen, indem man zum Beispiel so einen Pool, sage ich mal, an Know-how-Trägern aufbaut, den man natürlich immer weiter gerne ergänzt und direkt Zugriff hat auf Personen, die eben in bestimmten Themenbereichen Bescheid wissen, die man entsprechend an die Presse auch weitervermitteln kann. Man kann viel mehr bezüglich der Arbeitskreise machen, dass man die viel besser in die Parteiöffentlichkeit rückt, damit einfach mehr Leute Interesse vielleicht daran haben, mitzuarbeiten. Man muss Prozesse entwickeln, wie wir von solchen Ideen, was wir wollen, bis zu einem Antrag eben zu einem Landesparteitag kommt, der konsensfähig ist. Ja, da habe ich ja auch schon mal so ein Konzept angefangen zu entwickeln. Man muss Mandatsträger miteinander vernetzen. Das ist aktuell ja noch ein Problem, das wir im kommunalen Bereich haben, dass die Mandatsträger nicht vernetzt sind oder nicht so gut vernetzt sind. Das kann man fördern. Und man muss eben auch gucken in Bezug auf die Zukunft mit Mandatsträgern im Bund und im Land, falls wir denn gewählt werden sollten, dass da eben die Vernetzung auch zwischen Basis und diesen Mandatsträgern stimmt. Glaubst du denn, dass die Mandatsträgervernetzung, dass man die vom Vorstand aus vorantreiben kann? Ich meine, der Ralf ist da seit ewigen Zeiten immer mal wieder dran, irgendwelche Mails zu schreiben, irgendwie, hey, was geht denn hier ab? Hier passiert ja auf der Kommunalpolitikliste passiert ja nichts oder so. Muss das nicht von den einzelnen Leuten, also von den jetzt 31 Mandatsträgern der Piraten in Hessen, von sich aus nicht passieren eigentlich? Also ich sehe es so, als Vorstand kann man immer nur versuchen, einen Rahmen dafür vorzugeben, also was zu setzen, man zu organisieren und einfach die Möglichkeiten zu bieten, sich zu vernetzen. Natürlich, wenn einzelne Personen das partout nicht wollen, man kann sie dazu nicht zwingen. Ja? Man kann nicht mit dem Rohrstock dahinter stehen und denen auf die Finger schlagen, jetzt mach eben mit, das ist ganz klar. Man muss halt immer wieder versuchen, das Ganze voranzutreiben, man muss immer wieder die Chance bieten, da zusammenzukommen. Und ich sehe schon da auch einen Vorstand in der Pflicht, einfach Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sich das verbessert. Ja. Wenn es natürlich nicht angenommen wird, dann ja, hat man halt Pech gehabt. Aber versuchen sollte man es auf jeden Fall. Was qualifiziert dich für den Landesvorstand? Gut, also ich habe mittlerweile viele Jahre Erfahrung einfach mit der Partei generell. Ich glaube, ich weiß im großen Teil, wie sie tickt und wie sie funktioniert. Dadurch, dass ich auch jetzt ein Amt im Endeffekt schon ein Jahr lang ausgeführt habe, weiß ich auch, wie es ist, so ein Amt auszuführen und auszufüllen. Und ich bin jemand, der, wenn er was anpackt, die Dinge auch durchzieht. Das heißt, ich habe also Ideen im Kopf, wie ich etwas machen will. Und dann setze ich das um und ich bleibe auch dran. Und ich glaube, das wissen auch hoffentlich viele und die meisten, dass es halt so ist. Ich meine, man hat es zum Beispiel ganz offen im Landesverband bei den letzten Landesparteitagen gesehen, gerade beim letzten Parteitag in Gernsheim, wo ich gesagt habe, oder wir im Kreis gesagt hatten, wir machen das. Ich war also ja nicht der Initiator von der Geschichte, sondern Mitglieder vom Kreisverband. Aber wo wir das dann eben alles durchgeführt haben, organisiert haben, dass der Landesvorstand, der aktuelle, dann teilweise gefragt hat, findet dieser Landesparteitag eigentlich statt? Wir hören von denen da unten gar nichts. Und das war einfach, weil wir alles im Griff hatten, alles gemacht haben und halt nur sagen mussten, so Leute, wir sind fertig, kommt zu uns nach Gernsheim. Ja. Gut. Der derzeitige Vorstand agiert sehr defensiv. Was stört dich daran? Beziehungsweise siehst du deine Aufgaben weniger als Verwalter, sondern auch als Motivator und Initiator von Aktivitäten? Ich finde, der Vorstand ist ein relativ ruhiger und passiver Vorstand. Das liegt aber tatsächlich hauptsächlich an den Charakteren, die im Vorstand aktuell sind. Die sind eben so. Das ist auch okay. Ich selber würde mir wünschen, dass ab und zu einfach ein bisschen mehr Entscheidungen gekommen wären, schnellere Entscheidungen, ein bisschen auch mehr auf die Basis gewirkt worden wäre. Der Vorstand sollte organisieren und verwalten, hauptsächlich, aber ich gerade in meinem Amt sehe ich auch so ein bisschen die Verantwortlichkeit zu motivieren, die Leute dazu zu motivieren, sich einzubringen, mitzuarbeiten. Wie gesagt, über so einen organisatorischen Rahmen zum Beispiel, dann zu sagen, hier, das und das sind die Angebote, jetzt kommt mit, macht mit. Von daher sollte das eine Mischung aus beiden sein, in meinen Augen. Da passt eine Frage von Twitter. Wie willst du Frischpiraten in Hessen mit an Bord holen? Frischpiraten, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Schöne Frischlinge, das ist ein schöner Begriff. Das ist gar nicht so einfach. Also in der Hinsicht
finde ich, hat der Landesverband jetzt weniger die tragende Rolle als vielmehr die Kreisverbände und die lokalen Stammtische, weil diejenigen sind, die erstmal vor Ort für die neuen Mitglieder sichtbar sind. Und man kann natürlich als Landesvorstand sagen, ja, das und das sind vielleicht gute Sachen, wie man neue integrieren kann, neue Mitglieder, das und das vielleicht eher weniger. Zum Beispiel, was wir hier gerne machen, ist Schulungen für unsere Tools und solche Geschichten. Was ich jetzt aber auch hatte, viele Gespräche, die ich hatte, waren eben in der Richtung, dass wir nicht nur in Tools schulen sollten, sondern auch einfach mal in den... Ist dir langweilig? Nee, ich muss nur gerade gehen. Das wollte ich gerade vermeiden, dass ich das so offen mache. Nein, wir sollten die Neumitglieder auch erstmal ein bisschen schulen in dem, was es heißt, Pirat zu sein. Ja? Was ist die Piratenpartei? Wie funktioniert die Piratenpartei? Weil ich finde, dass das aktuell bei vielen Neumitgliedern noch nicht so ganz klar ist, wie wir ticken. Sie gerne mitmachen würden, aber noch nicht richtig wissen, wie das funktioniert. Und von daher Integration am besten immer persönlich und dann, wenn die Leute Interesse haben, erstmal vermitteln, für was wir stehen, wie wir das Ganze umsetzen wollen. Ja, und dann einfach mitwirken lassen in den verschiedenen Organisationen, die wir haben, Arbeitskreisen, Kreisverbänden, wie auch immer. Okay. Hast du ein Konzept, wie du die Motivation für den kommenden Bundestags- und Landtagswahlkampf steigern willst? Wenn ja, wie willst du die Motivation steigern? Die Motivation steigern? Also meine Erfahrung mit dieser Partei ist eigentlich die, dass sobald es tatsächlich auf Wahlkämpfe zugeht und konkrete Sachen gemacht werden müssen, dass die Motivation ganz schnell da ist bei ganz, ganz vielen Leuten. Also ob das nun Bundestagswahl 2009 war oder die Europawahl, da haben unglaublich viele Leute mitgemacht. Von denen habe ich dann später teilweise nie wieder was gehört. Von denen hatte ich vorher nie was gehört, aber die sind rumgerannt, haben dann Plakate aufgehangen, haben Infostände mitgemacht. Also ich glaube, wenn es um Wahlen geht und Aktionen, die wir durchführen, muss man nicht motivieren, muss man sagen, das muss getan werden und die Leute werden wirklich mitziehen. Und ich glaube, okay, das wird auch nächstes Jahr wieder so sein. Gut. Wie stehst du zur Trennung von Amt und Mandat? Trennung von Amt und Mandat halte ich für sinnvoll, hauptsächlich aus zeitlichen Gründen. Ich finde nicht, dass man Amt und Mandat gleichzeitig ausführen kann, weil die Zeit dafür gar nicht reicht. Teilweise hat man natürlich vielleicht auch Interessenskonflikte, die nicht sein müssen, aber auch zum Beispiel Ämterkumulation ist eine Sache, wo ich sage, das funktioniert nicht. Ich sehe es halt viel bei Mandatsträgern im Landtag zum Beispiel, auch bei uns im Kreis. Ja, da ist man Landtagsmitglied, ist aber gleich noch Kreistagsmitglied und dann, also ich weiß nicht, wie sie das machen, dass sie da überall die Ahnung haben, was sie da eigentlich tun. Sie haben es wahrscheinlich nicht. Ich bin der festen Überzeugung, wenn man was tut, dann soll man sich darauf konzentrieren und sich nicht verfasern und alles so ein bisschen machen, dafür aber nicht gut und richtig. Okay. Hast du den Eindruck, dass wir aus Berlin zu oft Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommen? Zum Beispiel durch Abmahnungen von Pressesprechern, inhaltliche Alleingänge von einem Berliner Fraktionschef, der ja total ungenannt bleibt? Also ich sag mal so, wir direkt als Landesverband bekommen, glaube ich, keine Knüppel von den Berlinern in die Beine geworfen. Ja, natürlich haben die Berliner durch ihre Position als Erste da so toll in den Landtag eingezogen zu sein, bei sich eine gewisse Stellung in der Partei und auch gegenüber der Presse, die auf die Restpartei, nicht nur auf uns in Hessen, einfach wirkt. Und ich würde mir wünschen, dass die Berliner teilweise weniger mit der Axt wie die Axt im Walde agieren würden, sondern ein bisschen bedächtiger teilweise und sich auch mal wieder auf unsere Grundwerte besinnen würden, mehr mit der Basis interagieren sollten. Ja, es geht jetzt hauptsächlich um die Fraktion da oben, weil den Berliner Landesverband an sich kenne ich nicht weiter. Ja, ich kenne nicht viele da, wüsste auch nicht, wie er agiert. Das ist ja hauptsächlich Berlin. Wenn es um Berlin geht, ist es die Fraktion, die da gemeint ist und ja, man kann es aktuell quasi nicht ändern. Man kann halt nur versuchen, den Berlinern immer zu sagen, fahrt mal gerne runter, das, was ihr tut, zielt nicht nur auf euch ab, sondern wird halt für die komplette Partei interpretiert. Okay. Wie denkst du über die aktuellen Streitereien im LV und wie willst du sie in programmatische Produktivität umwandeln? Hey! Was denn? Gib jetzt ein Konzept vor. Okay. Ein Konzept, also wie will man Streitereien in programmatische Arbeit umwandeln? Das, ob das funktioniert, weiß ich nicht. Fakt ist natürlich, dass wir
aufhören sollten, uns gegenseitig platt zu machen, niederzumachen und anzuhalten. Ja, natürlich gibt es gewisse Sachen, die einem gegen den Strich gehen. Dann sollte man es aber bitteschön sachlich ausdiskutieren. Man sollte mit den Leuten erst persönlich reden und sollte nicht pauschal auf der persönlichen Ebene über ein öffentliches Medium da Dinge in den Raum stellen, die einfach nur dann schlechte Luft quasi produzieren und eine schlechte Stimmung in diesem Landesverband bekommen. Dass es Streitereien gibt, ist ganz normal, ist ganz typisch. Finde ich an sich auch nicht schlimm, wenn es denn Streitereien sind, die objektiv gehalten sind, sage ich mal. Wie gesagt, nicht auf der persönlichen Ebene passieren, dann ist es auch gut. Und wenn das eben Streitereien sind auf einer Ebene, wo es um Positionen geht, um Programme geht, dann sind wir im Endeffekt genau richtig. Das heißt also, Streitereien sollte man von der persönlichen auf diese programmatische Ebene heben. Das heißt, wenn wir uns streiten, sollten wir uns um unsere Position und um unser Programm und um unsere Ausrichtung streiten. Und dann kann man daraus wieder natürlich gucken, dass man Konsens irgendwie findet über verschiedene Optionen und Tools, wie Liquid Feedback, wenn man es zum Beispiel irgendwann mal besser vielleicht einbinden in so ein Antragskonzept. Und daraus dann eben Positionen abstimmt, die wir vielleicht nehmen können für unser Wahlprogramm. Okay. Wie stehst du denn generell zu Liquid Feedback? Ich habe mit Liquid Feedback kein Problem. Ich nutze es selber, zumindest hier in Hessen. Also das Bundesliquid benutze ich nicht, weil ich einfach nicht das große Interesse am Bund generell habe. Ich konzentriere mich lieber auf Kreis- und Landesebene. Ich glaube, wenn man es sinnvoll einsetzt, kann man einen guten Nutzen daraus ziehen. So wie wir es aktuell in Hessen nutzen, bringt es nicht wirklich einen Mehrwert in meinen Augen, weil einfach die Beteiligungsrate zu niedrig ist. Ja. Und bei der ganzen Geschichte mit der Delegation, muss ich ehrlich sein, muss ich mir noch eine tiefergehende Meinung bilden. Also ich bin da tatsächlich hinher am Wiegen, weil ich die Position von beiden Seiten verstehe für Pro- und Gegen-Delegation. Habe für mich persönlich aber noch keine abschließende Meinung gebildet. Und ja, es ist halt technisch aktuell drin, dann kann es eben genutzt werden. Wobei wir in Hessen natürlich auch mit den Delegationen nicht das Problem in der Form haben, wenn es nur direkte Delegationen sind. Denn ich meine, es ist ja nicht so eine Kumulation wie im Bund in irgendeiner Form. Das ist ja noch nicht sichtbar. Ja, aber das liegt natürlich daran, dass so wenig Leute aktiv dran teilnehmen. Ich sage mal, ja, das mehr Leute. Das Ding wurde, glaube ich, von 35 oder 40 Leuten abgestimmt irgendwie. Also das ist jetzt aber nicht so viel. Das ist sehr, sehr, sehr wenig. Ja, das ist ganz wenig. Hier ist noch eine Frage für dich im Chat. Und zwar, du kandidierst für den Landesvorstand und möchtest Direktkandidat sowie Listenkandidat werden, befürwortest aber Trennung von Amt und Mandat. Beabsichtigst du im Falle einer Listenaufstellung oder Direktkandidatur das Vorstandsamt niederzulegen? Nein. Und würde sich das mit der übernommenen Verantwortung vereinbaren? Ja. Okay, dann haben wir das. Also ich kann das verifizieren. Ja, Direktkandidatur heißt ja nicht, dass man gewählt ist. Also wenn ich. Mit Sicherheit nicht. Ja, und zumal natürlich auch man schauen sollte, wann ist denn die Wahl und wann endet denn die Amtsperiode. Und die Amtsperiode wird wahrscheinlich enden, bevor die Wahl stattfinden wird. Von daher gibt es da überhaupt kein Problem zwischen Mandat und Amt einfach. Das heißt, wenn du aber auf einen aussichtsreichen Platz der Landesliste gewählt werden solltest, dann wirst du im Laufe des Wahlkampfs, also nächstes Jahr, nicht mehr antreten im Endeffekt. Stehst du uns als politischer Geschäftsführer nur ein Jahr zur Verfügung. Korrekt, ja. Und was war der zweite Teil der Frage? Den hast du eigentlich auch schon beantwortet. Beabsichtigst du im Falle einer Listenaufstellung, Direktkandidatur, das Vorstandsamt niederzulegen? Nein. Und würde sich das mit der übernommenen Verantwortung vereinbaren? Ja. Ja. Weiß ich ja nicht, zeitlich überschneidet. Ja, es überschneidet sich nicht zeitlich, von daher kann man in Ruhe ein Jahr lang das Amt ausführen. Und im Fall des Falles, ich meine, es ist ja nicht meine Entscheidung, ob ich in der Liste weit oben stehe. Ich meine, Direktkandidatur ist ja eh nur. Ich meine, die Chancen darüber einzuziehen sind natürlich ziemlich gering. Aber ja, deswegen kann man das beides vereinbaren. Okay, hier haben wir noch eine sehr geheimnisvolle Frage. Würdest du die Pläne deines vorherigen Gegenkandidaten zur Optimierung der hessischen Kommunalpolitik unterstützen? Ja, ich finde die Idee vom Sascha finde ich super. Okay. Das Einzige, wo ich mit ihm auch schon quasi ein bisschen drüber virtuell geredet habe, ist eben die Form, wie er es machen will als Verein. Da habe ich halt so ein paar Bedenken bezüglich rechtlicher Grundlagen einfach, also vom Vereinsrecht her und auch mit der Finanzierung, wie dann eben dort Personen finanziert werden sollen, ob man da vielleicht nicht mit der
Parteienfinanzierung ein bisschen ins Gehege kommt. Grundsätzlich finde ich es aber gut, dass man quasi Mandatsträger auf kommunaler Ebene quasi unterstützt. Über ein Gebilde, wo dann Personen quasi die Infos zusammenlaufen, wo zum Beispiel alle Anträge von allen Mandatsträgern reinkommen, die gefiltert werden und an die anderen Mandatsträger rausgehen. Ja, wir machen uns viel, viel, viel doppelte Arbeit, glaube ich, gerade bei den Mandatsträgern, die nicht nötig ist, weil viele Anträge zu Positionen, die wir haben, einfach woanders schon existieren. Man kann sie einfach übernehmen und bei sich einbringen. Okay. Was meinst du, was ist die Ursache für die ständigen Diskussionen über Personen statt Was meinst du, ist die Ursache für die ständige Diskussion über Personen statt Inhalte? Gut, es gibt Personen im Landkreis, im Landesverband, die natürlich wahrscheinlich präsenter sind als andere, ja, aber da ist die Frage, woran liegt das, ja? Ich meine, wenn eben der gleiche Personenkreis sich immer um Dinge kümmert und kein anderer, dann können die ja nichts dafür, dass die natürlich dadurch mehr im Fokus stehen. Ich meine, wenn jemand was macht, dann macht das halt. Und wenn jemand das nicht macht, sondern nur darüber mault, dass andere im Fokus stehen, weil die was machen, dann sollten sich die Personen, die sich aufregen, fragen, ob sie nicht vielleicht was falsch machen, weil sie sich nicht einbringen. Entsprechend dadurch auch, sag ich mal, den Spotlight wegbewegen von Personen, die halt so im Rampenlicht stehen. Habe ich die Frage jetzt richtig verstanden? Ja, ich glaube schon. Wenn du davon ausgehst, dass es eine solche Diskussion gibt. Es gibt definitiv die Diskussion, also da müssen wir nicht drum herum reden. Es wurde auf der PPH vor kurzem eine Liste veröffentlicht mit Namen, wo eine elitäre Gruppe, auch wo mein Name drin stand, mache ich ja kein Geheimnis drum. Ich war nicht drauf, Mensch. Glaubt, dass ihre Fälle wegschwimmen, deswegen jetzt irgendwelche Dinge tun müssten. Ja, die Gruppe war natürlich in ihrer Zusammenwürfelung schon sehr interessant, aber da soll sich jeder sein eigenes Bild von machen, indem man mit den Leuten persönlich spricht. Okay. Würdest du mit jemandem im Vorstand zusammenarbeiten, den du persönlich nicht leiden kannst? Und wenn ja, wie und mit wem? Ja, also ich kann, glaube ich, relativ gut zwischen persönlicher und professioneller Ebene trennen. Das muss ich auch bei mir auf der Arbeit machen und das funktioniert. Also ich kann mit Leuten sachbezogen zusammenarbeiten, auch wenn ich mit ihnen vielleicht persönlich nicht so viel anfangen kann. Ich muss auch nicht in der Partei nur Freunde haben. Das heißt nicht, dass ich mit Menschen deswegen nicht trotzdem zusammenarbeiten kann. Also wie gesagt, auf einer ganz professionellen, emotionslosen, sachlichen Ebene kann ich das tun. Ja. Also da kann ich auch, sage ich mal, persönliche Differenzen ausblenden. Wen hättest du denn als Liebsten, als Vorsitzenden? Dazu äußere ich mich nicht. Okay. Wie viel Zeit kannst du für die Piraten aufwenden? Also ich werde nach wie vor so viel Zeit aufwenden, wie ich es aktuell tue. Das sind so 20, 25 Stunden pro Woche, die ich eben jetzt schon als Vorsitzender im Endeffekt aufbrauche. Ja, und es verschiebt sich einfach nur von diesem Amt zu dem anderen Amt, im Fall des Falles. Okay. Wie kannst du mit Kritik umgehen? Manchmal auch persönlicher, ungerechter Kritik wie Bashing? Also konstruktive Kritik heiße ich immer willkommen. Wer konstruktiv kritisiert, das ist erstmal eine positive Geschichte, von der man auch was lernen kann, Nutzen ziehen kann, um persönlich auch weiterzukommen. Persönliche Kritik, da wird es dann zwiespältig, es kommt auch an, wer sie wie äußert. Also ich kann persönliche Kritik ignorieren, wenn ich sie für vollkommen absurd halte. Wenn es aber Personen gibt, die das dann einfach irgendwann übertreiben und das auch mich dann öffentlich vielleicht in irgendeiner Art und Weise darstellen, wie ich gar nicht bin, dann kann ich auch entsprechend zurück agieren und greife dann auch mal zurück an. Und wie kann man sich zurückangreifen dann vorstellen? Ich fasse dann meistens so die Behauptungen auf, die gestellt werden, frage im Endeffekt auf provokante Art nach, wie das Ganze bitteschön so sein soll, wie es behauptet ist, obwohl es eigentlich ganz anders ist. Also ich provoziere dann quasi, dass die Person im Endeffekt aus der Reserve kommen soll und dann vielleicht auch mal mit mir persönlich reden soll als über öffentliche Wege. Also ich habe kein Problem damit, einfach mal auch auf Konfrontationskurs zu gehen. Das ist, muss ich so sagen, wenn dadurch dann irgendwie ein Thema mal beendet ist und nicht dauerhaft einfach weiterhin spielt. Okay. Im Vorfeld der Bundestags- und Landtagswahl wird die Presse vermehrt auf den Landesvorstand einstürmen. Welche Erfahrungen hast du mit der Presse und mit Pressearbeit?
Welche Möglichkeit siehst du, dich fortzubilden und Angebote für andere Piraten zu schaffen? Ja, also Pressearbeit mache ich im Endeffekt durch mein Vorstandsamt sowieso schon. Ich habe diverse Interviews für Zeitungen schon geführt. Schreibe auch selber natürlich an PMs mit, die wir im Kreis verbreiten, zum Beispiel auch da dann einfach Pressekontakt. Also das sehe ich als kein Problem für mich an, das dürfte ich hinbekommen. Ja, wie gesagt, letzte Woche hatten wir gerade einen Kurs gehabt, der hieß Politik und Sprache. Da ging es im Endeffekt um Rhetorik, nicht nur innerhalb der Partei und mit der Öffentlichkeit, sondern auch gegenüber der Presse. Also solche Dinge nehme ich durchaus dann auch in Anspruch und schaue, dass ich mich da fortbilde und ist auch das beste Beispiel, wie ich quasi ein Angebot an den kompletten LV unterbreitet habe, um an so einem Kurs teilzunehmen, um sich eben selber rhetorisch zu verbessern. Also das wären dann deine Angebote für andere Piraten zu schaffen, dass du sie auch über solche Kurse informieren würdest? Ja, habe ich ja gemacht zum Beispiel. Also dieser Bildungsurlaub, jetzt kam ja jetzt nicht aus heiterem Himmel, der ist seit Januar angekündigt, mehrfach. Und wer sich nicht meldet, der hat halt kein Interesse. Und ja. Aber das nächste Angebot kommt bestimmt, also gerne mache ich solche Sachen gerne wieder. Ja. Okay, dann ist noch eine Frage auf Twitter für dich. Wie siehst du Post-Gender und die Anwendbarkeit, Nutzung, Sinnhaftigkeit bei den Piraten? Ja, das ist natürlich wieder so Post-Gender, da darf man jetzt wenigstens Falsches sagen, allein wegen der Begrifflichkeit, ja, weil die ja für manche Leute eine bestimmte andere Ausprägung hat. Ich persönlich sehe es im Endeffekt so, dass das Menschen Menschen sind, egal ob sie nun weiblich, männlich, Eichhörnchen sind. Ja. Man sollte die Leute einfach an ihren Fähigkeiten beurteilen, rannehmen und nicht aufgrund von irgendeinem Geschlechtsmerkmal. Und fände es tatsächlich schön, wenn wir als Partei quasi Vorreiter sein könnten für eine, ja, geschlechtsneutrale, in Anführungszeichen, Art und Weise, wie wir einfach handeln. Ja, dass wirklich das keine Rolle mehr spielt, man jeden Menschen als Menschen einfach sieht und das auch nicht über eine Quote oder ähnliches erzwingen muss. Okay. Wenn sich Freunde von dir mit anderen Piraten streiten sollten, bleibst du dann objektiv? Gut, das ist natürlich die Frage, wer sind Freunde oder beziehungsweise, ich meine, das impliziert ja gerade so ein bisschen, dass diese Freunde auch Piraten im Endeffekt sind. Also ich habe auch Freunde, die keine Piraten sind. das kommt sehr stark darauf an, was das Thema ist. Wenn es auf einer persönlichen Ebene geht, wo ich weiß, dass es nicht stimmt, weil ich vielleicht auch mehr Infos habe als die Partei gegenüber, weil ich eben einen Freund da habe, der mir... Nein, die Frage war ja, bleibst du dann objektiv und nicht unbedingt wessen Seite nimmst du ein? Ja gut, wie gesagt, ich bleibe objektiv, je nachdem, wie das Thema ist. Wenn das natürlich eine Sache ist, die absolut legitim ist, dann bleibe ich gerne objektiv, muss mich natürlich auch nicht unbedingt dann zwangsläufig einmischen, würde auch dann vielleicht auch Freunde einwirken, zu sagen, bleib du bitte auch objektiv. Ja. Wenn es natürlich auf die persönliche Ebene geht, werde ich dem Menschen, dem ich mehr vertraue, mehr Unterstützung zukommen lassen. Okay. Wer ist dein politisches Vorbild? Politisches Vorbild selber habe ich keins. Es gibt Menschen, die aus verschiedenen Dingen tolle Sachen gemacht haben. Martin Luther King zum Beispiel, Luther King als Bürgerrechtler, der da für die Rechte der Schwarzen zum Beispiel gekämpft hat. Das ist so eine Person, wo man sagt, ja, das ist für so einen bestimmten Aspekt ein Vorteil, aber ist so eine direkte Person, wo ich sage, ja, genau so will ich Politik machen oder gestalten, die gibt es nicht. Okay. Hast du einen Führungsstil? Wenn ja, welchen? Oder lehnst du Führung als Aufgabe eines Landesvorsitzenden, eines politischen Geschäftsführers grundsätzlich ab? Gut, also ich will im Endeffekt ja in meinem Amt ein kleines Team aufbauen, weil ich glaube, dass die Aufgaben, die ich mir da selber setze oder für das Amt gesetzt habe, von einer Person einfach nicht zu erfüllen sind. In der Hinsicht, sage ich mal, muss man schon gucken, dass man quasi das Team koordiniert und strukturiert und auch mal ein bisschen guckt, dass alles soweit läuft. Und in dem Bezug würde ich sagen, ja, würde ich gucken, dass ich bin halt derjenige, der den Hut auf hat, das würde ich ja natürlich dann entsprechend so umsetzen. Aber ansonsten bin ich eher so nicht der Harmonietyp, das würde ich jetzt nicht sagen, aber wie heißt das Wort? Das ist immer toll, wenn man da sitzt, hat einen Konsenspirat. Ja, so man soll schon eigentlich jemand, der den Konsens sucht und nicht sagt, hier, das ist jetzt so und so, muss es gemacht werden. Das gilt übrigens auch nicht für das Team. Ja. Also ich will nicht sagen, hier, hör mal zu,
so und so wird das gemacht. Das stimmt natürlich nicht, sondern ich will einfach nur dann zum Beispiel Feedback haben, damit ich sehe, dass alles vorangeht. Ja, also ich will einfach die Organisation dann im Griff haben. Welche Aufgaben würdest du dann in so ein Team delegieren? Wie sollte so ein Team dann aussehen? Ich sag mal, ich muss mir jetzt noch ganz konkret muss mir noch Gedanken machen, aber ich habe quasi grobe Ideen, also kommunale Mandatsträgervernetzung zum Beispiel wäre eine Sache, wo ich gerne eine Person hätte, die sich da die komplette Zeit darum kümmert. Eine Person, die schaut, welche Ideen quasi über Mailingliste oder über verschiedene Arbeitskreise zum Beispiel oder Arbeitsgruppen aufkommen, dass jemand die sammelt und schaut, dass die weiter vorangetrieben wird, dafür hätte ich gerne eine Person. Vielleicht eine Person, die sich halt hauptsächlich darum kümmert, dass bestimmte Sachen wie der Hessen Campus eben veranstaltet werden, ja, dass wir vielfältige Angebote haben an solchen Beteiligungsmöglichkeiten. Ja. So wäre das grundlegend. Welche Aufgabe würdest du für dich behalten wollen? Ich würde da quasi überall gerne so ein bisschen mit drin rum mischen, ja. Ja, und natürlich auch selber meine Gedanken mit reintragen, ja, wie zum Beispiel ein Konzept zu entwickeln für Antragsgestaltung zum Beispiel. Okay. Wirst du auch andere Stammtische besuchen als deinen eigenen? Ja, mein eigener Stammtisch ist quasi der Stammtisch Rüsselsheim. Allein bei uns im Kreis gibt es 4 Stammtische, die ich regelmäßig besuche. Ich habe auch schon andere Stammtische in den letzten Jahren besucht. Also ich bin jemand, der da eigentlich gerne auch hingeht auf andere Stammtische. Einfach um da die Leute mal persönlich kennenzulernen. Die Woche waren wir in Garmisch-Partenkirchen zum Beispiel auf dem Stammtisch, weil ich es angeboten hatte. Also ja, ich besuche gerne, wenn es mir die Möglichkeit das gibt, andere Stammtische. Hast du bereits im beruflichen oder politischen Umfeld Erfahrungen mit Führung gemacht oder mit Führungsaufgaben? Ja, habe ich. Also ich, wie gesagt, war Vorsitzender von der Jugend- und Auszubildendenvertretung in meinem Betrieb. Ich habe bei einer Streikleitung mitgemacht, das so aus beruflicher Sicht, habe ich auch Projekte quasi geleitet. Und ja, ich bin Vorsitzender in dem Kreisverband, entsprechend habe ich es auch politisch schon gemacht. Okay. Wie stehst du zur Stärkung direktdemokratischer Verfassungselemente? Ist ein Kernziel von uns. Sollten wir weiter daran arbeiten, welche Möglichkeiten es gibt, diese zu stärken, auch mit ganz konkreten Aktionen und wie wir einfach generell Bürger mehr an der Politik beteiligen können. Das ist ja auch eine Sache, die ich mit dem Ralf zusammen letztes Jahr, Ende letzten Jahres angefangen habe anzugehen, dieses Bürgerportal, wo wir eben versuchen, jetzt ein Portal aufzusetzen, wo sich der normale Bürger quasi am Mandatsträger nicht nur zwangsläufig von uns, sondern generell wenden kann, mit Anträgen zum Beispiel. Okay. Hier so eine Frage auf Twitter. Wie willst du mehr Frauen in den LV bekommen? Gibt es da deinerseits schon Ideen? In den LV als Landesvorstand oder in den... Ich glaube, Landesverband ist eher gemeint. Konkrete Ideen habe ich zu dem Thema gerade nicht. Ist ein schwieriges Thema. Könnten wir auch anders fragen. Siehst du es überhaupt als notwendig an? Und wenn ja... Also das ist wieder so ähnlich wie vorhin schon bei diesen Mandatsträgern. Man kann immer nur ein Angebot machen an Menschen. Und die Menschen müssen aber dieses Angebot annehmen. Natürlich müssen wir gucken, dass wir vielleicht unsere Attraktivität, in Anführungszeichen, unsere Angebote für Frauen irgendwie stärken. Da sehe ich aber auch so ein bisschen vielleicht die Frauen, die wir aktuell schon haben in der Partei, so... in der Verantwortung. Naja, nicht in der Verantwortung, sondern einfach nur, dass die sagen, hier, deswegen bin ich eingetreten, so wäre die Partei attraktiver vielleicht für Frauen, dass sie sich mehr einbinden würden und einfach da einfach auch die Gedanken der Frauen, die wir jetzt schon haben, mal zu nutzen, um uns einfach präsenter zu machen, auch für weibliche Mitbürgerinnen. Für weibliche Mitbürgerinnen, das ist sehr schön. Doppelt hält besser. Ja, also wie gesagt, ich hab leider kein Patentrezept dafür, aber bin da dem sehr aufgeschlossen und freue mich natürlich, wenn wir die Beteiligungsrate und Quote erhöhen könnten. Okay. Wie stehst du zu einer Umfrage, Piraten für mehr oder weniger Staat? Wie stehst du zu mehr oder weniger Staat dann irgendwie? Das kommt sehr auf den Bereich an, den der Staat ausübt. Also wenn es um Themen wie soziale Absicherung geht, um Themen wie öffentliche Netze, ob das nun Wasser ist oder Straßendinge, da brauche ich nicht weniger Staat. Da sollte der Staat weiterhin quasi der Herr im Haus
sein, wenn es um persönliche Sachen geht, ja, wo der Staat in persönliche Freiheitsrechte eingreift, da braucht es weniger Staat. Wie stehst du zu der Schaffung von Antidiskriminierungsbeauftragten? Gut, wir haben jetzt quasi keine Antidiskriminierungsbeauftragten, sondern wir haben jetzt sogenannte Vertrauenspiraten. Finde ich persönlich auch schönerweise Vertrauensparat, eben das quasi auch mit implizieren seiner Tätigkeit, die er da eben durchführt, aber das eben noch breit gefächerter ist. Also ich persönlich habe jetzt Diskriminierung bei uns noch nie so stark festgestellt. Gibt sicherlich Diskriminierungsfälle bei uns. Und ich finde es gut, dass wir jetzt Leute haben, einfach an die man sich wenden kann, um darüber zu reden und vielleicht auch nach Lösungen zu suchen. Okay. Wie stehst du zu Burschenschaften? Ich habe zu Burschenschaften keinerlei Verhältnis. Wenn die Burschenschaften, was sie ja wohl ab und zu sind, in die rechten Tendenzen gehen, lehne ich das ab. Okay. Deine drei größten Fails auf Kreis-, Landes- und Bundesebene. Ich glaube, mal ein Fail pro Ebene reicht. Bundesebene kann ich nicht sagen, weil ich auf Bundesebene nichts gemacht habe. Das größte Gefühle sind Bundesparteitage und da sitze ich ja meistens da und stimme eben mit ab, wie der andere einfach auch. Auf Landesebene der größte Fail. Vielleicht 2009 war ich Landeswahlleiter auf dem Landesparteitag. Habe das relativ spontan mich dafür entschieden, das zu machen, weil kein anderer das wollte. Hatte auch nicht so viel die Ahnung davon und habe dann bei irgendeinem Wahlgang quasi das Plenum ganz öffentlich beim Mikrofon in den linken und den rechten Flügel der Partei unterteilt. Fanden einige lustig, andere nicht so. ansonsten, ja. Fällt mir gar nichts ein. Auf Kreisebene, also ich hoffe, das werde ich ja sehen, wenn dann der Kreisparteitag ist, dass ich im Kreis eigentlich alles gut gemacht habe und dann nicht wirklich irgendwas verkackt habe. Okay. Was kannst du als politischer Geschäftsführer machen, was du als Basispirat nicht machen kannst? Die Frage, woher kommt. Also grundlegend natürlich braucht man das Amt nicht, um diverse Dinge durchzuführen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, meine Ideen. Mein Hintergrund ist aber nach wie vor mehr der, dass ich das Amt bisher nicht sinnvoll ausgefüllt gesehen habe und deswegen es sinnvoll ausfüllen will. Und wenn ich es nicht mache und es kommt jemand anderes dahin, der es eben nicht so macht, dann ist es für mich wieder ein verschenktes Jahr für dieses Amt. Und auch solche Sachen wie sich ein Team zu suchen über eine offizielle Ausschreibung, solche Sachen. Das geht natürlich ein bisschen leichter, wenn man im Vorstand ist. Okay. So eine kleine Sache, sollten wir vielleicht mal Licht anmachen? Ich glaube, wir. Ich weiß es nicht. Ich guck mal einmal durch die Kamera. Wenn du von der Seite siehst, ja. Dann machen wir gar kein Licht an, sonst ist irgendwer im Schatten und dann sind wir alle im Schatten. Okay. Also, aber ich glaube, wir haben auch keine so interessanten Fragen mehr irgendwie so. Wie findest du, sollten die Piraten untereinander horizontal und vertikal kommunizieren? Wir haben noch oben eine interessante Frage, die wir besprechen. Oh, okay. Mir ist egal. Soll ich erstmal da? Ja. Also ich habe mir diese Frage auch angeschaut. Und überlegt, was. Und erstmal geschaut, was ist vertikale und horizontale Kommunikation? Das ist tatsächlich das, was ich gedacht habe. Vertikal heißt einfach von top-down und horizontal heißt eben in der Masse. Das heißt also, wie kann der Vorstand zum Beispiel an die Basis kommunizieren und die Basis an den Vorstand, ja, die vertikale Geschichte horizontal, die Basis zum Beispiel untereinander. Der Vorstand kommuniziert an die Basis über Mails, die sie halt verschicken können, ja, an die gesamten Mitglieder, über die Mailingliste, über Vorstandssitzungen. Ich bin eigentlich auch tatsächlich ein Freund davon, dass wenn wir zum Beispiel einen landesweiten Newsletter hätten, wo Piraten über Opt-out raus können. Da bin ich ganz ehrlich, dass ich das bevorzugen würde, um einfach die Kommunikation vom Landesvorstand, der im Endeffekt nur den Landesverband vertritt, an alle Mitglieder zu erhöhen, weil ich glaube, viele bekommen einfach gar nicht mit, was so ein Landesverband vor sich hat. Das heißt, du möchtest endlich mal nutzen, auch dass es die Möglichkeit gibt, dass der Vorstand regelmäßig an die Mitglieder, an alle Mitglieder schreiben kann. Gut, es muss ja nicht der Landesvorstand selber sein, aber natürlich eine Beauftragung, dass man aber wirklich, das von der Partei regelmäßig, dass von der Partei Informationen an alle Mitglieder kommen, weil ich glaube auch, dass wir dadurch, wenn jemand dann plötzlich einen Newsletter hat und liest da mal drin rum und sieht was Interessantes, dass er sieht, oh, das ist ja was, da habe ich gar nicht dran gedacht, vielleicht könnte ich da ja mitmachen, vielleicht kann man auch so wieder viel mehr Aktivität bei uns generieren und das finde ich eine schöne Chance.
in der Basis innerhalb, ja, wie man halt bei uns kommuniziert, ja, ob das nun virtuell ist oder direkt persönlich, gibt es vielfältige Möglichkeiten. Und die haben wir schon. Wir sollten sie einfach nur sinnvoll nutzen. Soll sich ein LV auch zu Bundesthemen wie zum Beispiel der Kernkraft positionieren? Definitiv, weil Bundesthemen auch vielfältig das Land betreffen. Ja. Kernkraft, wenn man Kernkraftwerk im Land hat, dann betrifft einen dieses Thema direkt. Aber das ist ja eigentlich Bundesthema. Was machen wir dann, wenn jeder Landesverband dazu eine andere Meinung hat? Das ist natürlich eine gute Frage. Ich meine, gut, erstmal hat man ja als Landesverband bzw. als Land, wenn man denn Mitglieder im Landtag hat, über den Bundesrat ja, natürlich bestimmte Möglichkeiten, auf solche Sachen einzuwirken, auf so Bundesthemen. Ist natürlich schwierig, wenn verschiedene Landesverbände dann unterschiedliche Ansichten dazu haben, aber da müssten wir wohl in der Zug und in der Art und Weise, wie wir Politik machen wollen, einfach durch. Okay. Ich habe noch auf Twitter zwei Fragen für dich. Und zwar, wie hat sich der LV seit 2007 geändert und wie hat sich der LV seit deinem Eintritt verändert? Naja gut, ey. Da mein Eintritt 2007 war, ja. kann ich das ja auf eine Stufe stellen. LV selber ist immens größer geworden, um viele, viele 100%. Das hat seine Vorteile und seine Nachteile. Also früher war es im Endeffekt so gewesen, wir waren so ein kleines homogenes Grüppchen, ja, was die Kernthemen hatte, mit denen nach außen ging. Und wo es da der Dissens, sage ich noch, relativ klein war. Wir waren natürlich auch noch relativ amateurhaft. Mittlerweile hat sich das Ganze professionalisiert. Auch wenn wir immer noch viele Sachen haben, die wir professionalisieren müssen. Wir haben ein viel größeres Themenspektrum. Wir haben dadurch auch öfters mal Reiberei miteinander, weil wir eben nicht mehr alle auf der gleichen Ebene unbedingt sind. Und das sind im Endeffekt so die Hauptmerkmale. Es wird größer, vielfältiger, dadurch aber auch ein bisschen strittiger. Okay. Noch eine Frage auf Twitter. Was ist dein größter politischer Erfolg? Beziehungsweise dein größter Erfolg in der Partei? Mein größter Erfolg in der Partei? Das sollten am besten eigentlich andere einschätzen. Mein größter Erfolg ist das, glaube ich, aktuell ist es, dass ich eben einen Kreisverband aufgebaut habe, den ich über eine Gründungsinitiative gestartet habe, natürlich auch mit anderen, dass der sich entwickelt hat, der ein besseres Level hatte als vorher, jetzt Strukturen hatten, ich ihn zum Glück, weil sich mittlerweile genügend gefunden haben, die für die Kreisvorstandsämter kandidieren, den ich guten Gewissens quasi übergeben könnte, wenn ich dann eben im Landesamt bekomme. Okay. Bist du eher ein Konsensvorstand oder siehst du deine Funktion darin, auch Kritik zu äußern bzw. Konflikte manchmal auch zu schüren, um Debatten anzutreiben? Konsens sollte immer das Ziel sein. Es gibt aber tatsächlich Situationen, wo man in meinen Augen auch mal provokativ sein sollte, mal deutlich sein sollte, um Dinge zu einem Ende zu bringen. Von daher Konsens, immer wenn es geht, aber wenn es auch mal nötig sein sollte, werde ich persönlich nicht davor zurückschrecken, auch mal auf den Tisch zu hauen. Welche Zukunft wünschst du dir für die Partei? Ich hoffe ganz ehrlich, dass wir wieder anfangen, mehr uns darauf zu besinnen, was uns ausmacht. Unsere ursprünglichen Werte und warum wir eigentlich die Partei irgendwann mal gegründet haben, dass wir nicht in der Beliebigkeit von Parteien einfach versinken. Ich hoffe, dass wir wieder, eine große Familie ist wahrscheinlich übertrieben gesagt, aber eine Gruppe bilden, die dieselben Ansichten zu größten Teilen vertritt, die auch nach außen tragen kann und den ganzen Bürgern in dem Land einfach ermitteln kann, dass wir eine politische Alternative sind, die es geben muss, weil alle anderen Parteien nach wie vor Politik auf eine Art und Weise betreiben, wie sie für uns nicht mehr ausreicht, als normalen Mitbürger. Okay, dann als Abschlussfrage würde ich mal sagen, warum sollten wir gerade dich wählen? Also ich zwinge natürlich erstmal keinen, mich zu wählen. Wer mich wählen sollte, derjenige, der glaubt, dass ich das Amt anpacke und die Ideen, die ich habe, dass ich die umsetze und durchziehen werde, dass ich da aktiv sein werde und
den Landesverband mit der Art und Weise, wie ich dann eben diesen Posten ausfülle, voranbringe. Wer glaubt, dass ich dieses Amt oder für das Amt kandidiere, um eine tolle Position für die Aufstellungsversammlung der Landesliste zu haben, der sollte mich nicht wählen. Und dann sollen einfach die Mitglieder entscheiden, was sie glauben, warum ich das tue und mich entsprechend wählen oder auch nicht. Gibt es Gegenkandidaten überhaupt? Sascha hat leider zurückgezogen. Bisher kenne ich keinen anderen. Ich hätte, also das muss ich auch vielleicht dann doch wirklich mal sagen, ich finde es sehr schade, dass Sascha zurückgezogen hat, weil Sascha und ich, es wäre erstmal eine Wahl gewesen. Aber ich glaube auch, dass Sascha das Amt einfach mit seinen Ideen, zwar ein bisschen mit einem anderen Fokus, aber auch verdammt gut ausgefüllt hätte. Okay. Gut, ich glaube, dann sagen wir einfach Dankeschön. Echt schon? Ja, schon. Ja, wie viel ist es denn? Keine Ahnung. 19:13. Habe ich jetzt meine, wie lange habe ich Zeit? Du hast ungefähr eine Stunde jetzt so gebraucht. Ja, theoretisch hätte er noch ein bisschen. Ja, du, noch du was hättest ganz jetzt an Tumal gemessen 22 Minuten, du kannst also jetzt frei reden. Nicht 22 Minuten. Du kannst es natürlich auch wie Matthias frei machen und abgeben. Kannst ein Gedicht auch sagen, wenn du es weißt. Ein Gedicht auch sagen. Nee, vielleicht nur eine Sache, liebe Leute da draußen, die ihr der Mitglieder der Partei Hessen, Piratpartei Hessen seid, kommt zum Parteitag. Nehmt euer Recht in Gebrauch, den neuen Vorstand zu wählen und seid auch ansonsten aktiv, setzt euch ein und lasst uns zusammen geschlossen ins nächste Jahr gehen. Das ist ein schönes Schlusswort. Das hat mir gefallen. Klasse. Dann cut. Tschüss. Tschüss.